Hast du auch viel? Ja. Ja. Hast du auch, gell? Jetzt komme ich da, öffne das langsam. Oh. Wunderschön. Ja. Das ist wie ein Löffelbohrer. Ja. Und bei der anderen Seite soll die Schneide von hier bis hier gehen. Ja, also, okay? Ja. Diese Schneide da drüben ist nur zum Bohren. Ja. Und da ist wichtig, man stellt sich vor, der Haken ist ein Uhrzeiger. Mhm. Zum Starten zeigt er immer auf 12 Uhr. Ist ganz wichtig. Ja. Wenn du den einmal so rüberdrehst, ist er kaputt. Ja, okay. Ja. Also immer so. Und das ist die Phase. Ja. Okay? Immer zum Starten die Phase anlegen. Ja. Wenn man diese Regeln beachtet, passiert nichts. Anlegen, jetzt hole ich mir da hervor, ne? In der Mitte schon langsam die Schneide. Siehst du das? Mhm. Geh Richtung Mitte und dann kippe ich langsam genau in die Drehachse. Ja. Dann kriegt er ganz eine leichte Tortelle. Mhm. Und wenn ich jetzt da drinnen bin, kann ich 3 Minuten vor 12 drehen. Dann leg ich hinten runter und dann... Dann kannst du mit dem die Latte holen. Okay. Dann ist die Klopfe. Wir machen es dann miteinander. Ja. Dann muss es wichtig wieder zurückgehen. Immer auf 12. Immer auf 12 und immer die Phase da anlegen. Ja. Und genau in der Position vorher ins Loch. Ja. Und jetzt ist wichtig, nicht so nehmen, ja, sondern so, dass man mit den Fingern am Zug ausüben kann. Ah. Okay? Jetzt ziehe ich da, im selben Moment wie da ziehe, beginne ich da zu drehen und ziehe so raus. Ah. Das ist wie beim Moped. So ist Vollgas. So ist runter vom Gas. Ja. Das ist wirklich. Ja, ja. Wenn ich so bleibe, wird der Spahn immer mehr. Und wenn ich dann da abfresse, ja, jetzt ist er weg. Ja. So kann ich das regulieren. Also es ist immer auf 12 oder 3. 12 starten. Ja. Und nachher auf 3. Dann aufdrehen. Je weiter du aufdrehst, desto weniger nimmt er. Ja, ja. Der Clou ist, bei vielen Hirnhaltwerkzeugen muss ich die Kurve über diese, ja, Bewegung steuern. Ja. Beim Haken nicht. Beim Haken kann ich da bleiben. Dann habe ich und, da, ja. Und Achse halt drehen und rausziehen. Ja. Ich mache das immer mit einem 60 mm Bohrer. Das geht auch. Ja.
Mein Pistole rösten. Ah, ist gut, gell? Ja. Drehen. Warte mal. Umziehen. Hier raus. Vorwärts. Ziehen. Und drehen. Jawohl. Ja, die macht das besser als du. Ja. So, das wäre dann das Dach. Wie viel, oder? Und hier an den Schrauben, man nimmt dann Gummi, weil das ein großer Gummi, da muss man vordehnen. Die Gummi ist ganz wichtig. Nicht einfach nur der Gummi drum ziehen, sondern die Gummis vorher lang ziehen und dann zusammenhängen mehrere und dann macht man Gummi drum. Da braucht man Geduld. Du tust noch an die Ufe, ja? Ja, da kommt der Gummi drum dann, oder? Der zieht die Krempe nach unten, ja. Und dann. Dann verformt er sich nachher also einmal in die Richtung, ja. Und der geht so rum in die Richtung. Das kann man also so weit treiben, dass praktisch die Kante bis hier mal gut hinkommt. Und wenn er nicht von selber geht, also wenn der Hut quasi stagniert, oder er biegt sich nicht, dann nicht mit Gewalt, oder kann hier, es braucht einfach, man wartet mal einen halben Tag oder über Nacht, was dann passiert. Und meist geht er dann schon relativ weit, oder? Und wenn dann noch mehr willst, oder? Dann tust du einfach einen großen Plastiksack rum, so eine von Absauganlage, viele Plastik, Wasserkocher unten rein und Wasserkocher. Dann kannst du zusehen. Mann. Ah, wieder gute Idee. Also nicht Gewalt anwenden, oder? Also wirklich Geduld haben und es ist dann am Anfang wird er vielleicht ein paar Millimeter. Oder am Morgen ist er vielleicht dann in der Länge und in der Breite ein Zentimeter Unterschied. Oder am anderen Tag sind es anderthalb Zentimeter. Ja. Oder das kannst du treiben bis zweieinhalb Zentimeter oval. Aber Piano, nichts überstürzen, wirklich mit viel Geduld. Riesen Unterschied, ob so tief oder so tief. Das Sinn macht es da nicht, wenn das jetzt da das grobe Niesen macht. Mit den meisten Drecksläufen nicht, mit dem eventuell ja. Aber bei denen zum Beispiel schon, ja. Mal gebogen haben, was ich will, auflegen tue ich da heraus, oder? Ja.